Hey Leute und willkommen zu dem Video, wie ihr euch die Lizenzen wie zum Beispiel die Bundesliga, La Liga oder was auch immer in PES 2020 reinmoddet und das natürlich auf eine super Weise erklärt von mir. Denn auf meinem Kanal, wenn ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, kostenlos natürlich. Da gibt es nämlich in Zukunft viele, viele coole Videos zu PES und zwar eine Trainerkarriere mit dem FC Bayern München, eine Spielerkarriere, eine Stürmerspielerkarriere mit Cristiano Ronaldo und vielleicht auch immer wieder Challenges wie Elfmeterschießen oder mal gegen Kumpels einfach ein bisschen zocken. MyClub und so wird es bei mir allerdings nicht geben und auch keine Torwartkarriere, denn das gibt es in FIFA, wenn auch FIFA-Fans hier mit zuschauen und sagen, hey, ja, PES ist ganz cool, aber eigentlich stehe ich auch auf FIFA. Dann seid ihr hier auf jeden Fall auch richtig, denn sobald FIFA draußen ist, aktuell kommt ja die Demo ein bisschen, sobald FIFA dann draußen ist, gibt es auf meinem Kanal eine Koop-Karriere, ja, wo wir zwei Leute seinen eigenen Spieler erstellen und dann als Doppelsturm bei einer Mannschaft spielen, auf jeden Fall was richtig Cooles und Neues wahrscheinlich für euch. Und dann gibt es eine Torwart-Karriere, wo ich meinen eigenen Torwart steuere und eine Trainer-Karriere, da auch mit einem anderen Verein, was ich noch nicht genau verraten möchte. Ja, also könnt ihr gerne mal beim i oben vorbeischauen. Falls schon was online ist, werdet ihr das da finden. Ja, mega cool. Und außerdem trage ich meinen eigenen Merch. Was heißt eigenen? Ich habe den zusammen mit einem Kumpel entworfen. Und ja, den könnt ihr auch gerne mal abchecken. Falls ihr euch ein bisschen informieren wollt, gibt es hier ein Video rechts unter meinem i verlinkt. Da könnt ihr euch erstmal grob informieren, was das Ganze dann ist. Wir haben 5 T-Shirts gemacht mit 5 verschiedenen Aufdrücken, 3 Sprüche und 2 Mixed-Shirts. Könnt ihr gerne auch beim Shop einfach mal vorbeischauen, rechts unter meinem i verlinkt. Denn, warum sage ich das denn alles hier schon am Anfang? Denn ihr kriegt diesen Merch jetzt in der ersten Woche. Die erste Woche läuft aktuell noch bis zum 16.09. um 0 Uhr. Bekommt ihr 10% auf alles. Also falls ihr Bock habt, würde mich mega, mega freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Gut, wir haben lang genug gelabert. Leute, zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, gibt es die Lizenzen noch nicht kostenlos. Die werden aber in 2-3 Tagen kommen und sind dann der erste Link in der Videobeschreibung. Heißt, ihr könnt einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung drücken und sofern da eben die Lizenzen, die Mannschaften, die Ligen, die ihr haben wollt, schon da sind, dann könnt ihr das Ganze reinmodden. Ich erkläre euch gleich wie. Kostenlos natürlich. Falls ihr quasi nur auf eine Internetseite kommt und da noch keine Ligen zu sehen sind, dann müsst ihr noch ein paar Tage warten. Allerdings gibt es die ganzen Ligen auch schon für 10 Euro bei PES Universe und ich habe mir das Ganze schon auf den USB-Stick gepackt. Ich habe mir das nämlich gekauft. Trotzdem möchte ich dieses Tutorial hier machen, auch für die Leute, die sich nichts kaufen möchten. Die können das natürlich genauso machen, nur mit den kostenlosen Sachen eben, die dann in den nächsten Tagen auch verfügbar sind. Und wie ihr diese ganzen kostenlosen Lizenzen dann auf so einen USB-Stick bekommt, das zeige ich euch jetzt gleich. Dann nehme ich einfach das Material vom letzten Jahr, weil jetzt kann ich euch das nicht mehr zeigen, weil eben noch die Lizenzen nicht da sind. Und danach zeige ich euch, wie ihr diesen fertigen USB-Stick dann in euer Spiel reinmoddet. Aber jetzt kurz zum letzten Jahr, wie ihr die kostenlosen Lizenzen überhaupt auf den USB-Stick bekommt. Let's go! Derweil gehen wir hier auch schon auf PES World und laden uns die anderen Ligen runter. Einfach mal hier bei der englischen Liga, bei der Premier League auf Download klicken und Download 2048. Dann landen wir hier auf dieser Seite und können das Ganze wieder ganz entspannt als ZIP-Datei runterladen. Das ist eine RAR-Datei, also ihr braucht ein Entpackungsprogramm wie WinRAR oder 7-Zip. Das braucht ihr auf jeden Fall für die Installation. Dann kommt natürlich auch Werbung hier im Hintergrund. Das können wir ganz gepflegt wegklicken. Die zweite Premier League kann ich mir eigentlich auch holen. Warum nicht, wenn sie schon hier ist. Alles, was hier ist, werden wir uns direkt holen. Und ich habe auch gedacht, ich schmeiße die Facecam an, dass das Ganze hier ein bisschen ja besser rüberkommt. Dann kann ich euch mal auch was in der Kamera zeigen, falls nötig. Es geht relativ einfach, das Ganze. Also es ist wirklich nicht anspruchsvoll, aber ihr dürft jetzt nicht denken, ich mache die Mods hier in 5 Minuten, habe ich die drauf. Also es beansprucht schon ein bisschen Zeit, vor allem wenn ihr, wie ich jetzt, alle, die schon da sind, einfach runterladen wollt und reinmodden wollt. Deswegen wird das Video auch nicht allzu kurz sein. Auch wenn ich eine Labertasche bin, falls ihr das merkt. Ja,
Aber wie gesagt, wir laden uns das auch mal runter. Auch dieses hier, Competitions, was auch immer das ist. Competitions halt, sagt es ja eigentlich aus. So, die Downloads sind alle abgeschlossen. Ich habe hier übrigens mehrere Bildschirme, also ich kann hier eben auch rüber switchen. Wir packen das Ganze jetzt auf den Desktop. Einfach alles draufziehen. Und jetzt holen wir uns einen USB-Stick. Ich habe hier schon einen liegen. Ihr könnt dafür einen guten benutzen. Der macht das Ganze dann ein bisschen schneller. Ich habe jetzt keinen krassen benutzt. Denn auf dem USB-Stick darf nichts drauf sein. Der muss komplett leer sein. Heißt, keinen zu krassen irgendwie benutzen, wo ihr jetzt ganz, ganz viel drauf habt, dass ihr dann extra deswegen löschen müsst. Also irgendwie, es reichen glaube ich auch 2 GB oder so. Also irgendwie einen kleinen USB-Stick, den ihr nicht so braucht. Nehmen den einfach und schließen ihn an. So, hier haben wir jetzt unseren komplett leeren Ordner, den wir mal ein bisschen zur Seite schieben, dass ich euch das besser zeigen kann. Ihr öffnet das Ganze, wie gesagt, mit WinRAR oder 7-Zip und dann geht ihr einfach mal in den Ordner. Das ist immer, da gibt es immer einen Ordner, der WePass heißt, W-E-P-A-S, und den nehmt ihr und packt ihn in euren USB-Stick-Ordner quasi rein. Da einfach reinhauen. Das machen wir jetzt mit allen Liegen. Das war jetzt dieses Competition-Logos-Dingens da. Ihr nehmt euch den nächsten Ordner, das ist die La Liga, habt hier ein W-E-P-A-S, bla bla bla, und ihr nehmt den einfach und ballert die ganzen Sachen jetzt in diesen WEPES, den ihr schon drin habt. Also nicht immer den neuen WEPES. Ich kann das bald nicht mehr aussprechen. Ihr nehmt nicht immer den neuen, dass ihr da 5 WEPES-Ordner habt, sondern packt das immer in den hier rein. Ich zeige euch das jetzt mal eben, wenn das jetzt hier fertig wäre. So, La Liga ist drin. Ihr geht auf die Bundesliga, habt hier den WEPES und klickt da einfach mal Doppelklick drauf. Seht hier die ganzen Sachen. Macht einfach Steuerung A, kopiert alles und packt es in diesen, nicht hier unten runter, sondern in diesen schon vorhandenen WEPES Ordner. Wenn ihr nun alle Dateien, die ihr in diesem WePass Ordner haben wollt, drin habt, das sind jetzt verdammt viele, aber das macht ja nichts. Wenn ihr alle Dateien drin habt, vielleicht sind zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, schon mehr liegen dabei, könnt ihr euch auch alles noch reinpacken. Vielleicht gibt's da dann auch schon einen Ordner, der instant alle liegen umfasst, ohne dass ihr das hier alles reinpacken müsst, dann seid ihr quasi schon fertig. Ja, zum letzten Jahr hat sich ein bisschen was verändert an mir selber und natürlich auch an diesem Merch. Aber jetzt hat bestimmt jeder von euch den USB-Stick fertig mit den ganzen Lizenzen und mit dem WePass WEPES-Ordner drauf. Und das hier stecken wir jetzt einmal in die PS4. Sofern ihr den USB-Stick jetzt drin habt, dann geht ihr hier in eurem PES-Spiel auf die Einstellungen drauf. Ist jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, vom Aufbau her, aber funktioniert auf jeden Fall. Macht einfach Schritt für Schritt mal mit, was ich sage, und dann funktioniert das perfekt. So, wir gehen natürlich auf Editieren, wer hätte es gedacht, und danach, wenn wir in diesem Bildschirm drin sind, es kann sein, dass ihr euch da irgendwie fragt, abspeichern oder so, falls ihr da noch nicht drauf gedrückt habt, speichert einfach mal ab, aber wir überspeichern das jetzt sowieso gleich. Wir klicken dann in diesem Editiermenü auf Importieren, Exportieren und dann klicken wir auf Team Importieren. Dann zeigt er mir, wir können den USB-Stick jetzt anwenden mit dem Ordner WePass, W-E-P-E-S. Den haben wir ja gerade drauf gepackt, habt ihr ja gerade gesehen. Und da haben wir den USB-Stick mit dem Ordner natürlich dann drauf. So, hier werden jetzt alle Mannschaften aufgelistet, die ihr quasi von dem USB-Stick her erkennt. Wir drücken dann einfach mal mit Viereck auf alles auswählen und drücken dann hier oben auf X. Dann müsst ihr hier beide Haken anwählen und drückt auf OK. Falls bei diesem Schritt jetzt, der auch etwas länger dauert, er importiert nämlich jetzt alle Sachen rein, falls bei diesem Schritt eure PS4 abstürzen sollte, weil sie schon älter ist oder was auch immer, dann müsst ihr einfach immer 10 bis 15 Mannschaften einzeln auswählen mit den Haken und nicht alle auf einmal und die dann importieren und dann wieder die weiteren 10 bis 15 und das immer so bis zum Ende, das nur wenn die PS4 eben bei euch abgestürzt ist während diesem Schritt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, PS4 ist auch schon bei mir ein bisschen älter, ich hoffe, dass es bei mir nicht abstürzt. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es fertig ist. Endlich, Leute, ist es fertig, also das ist wirklich der längste Schritt. Es hat ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert. Richtig, richtig krass, das hier zu machen. Egal, wir gehen weiter. Wir gehen auf Bilder importieren als nächstes. Die Teams haben wir nämlich jetzt alle schon drinnen. Und zwar gehen wir auf Wettbewerbsembleme. Das sind dementsprechend die ganzen Embleme der Wettbewerbe halt, ne?
Das sind eben hier Champions League und Euroleague und Supercup und so, dass man halt alles die Originalbilder hat. Und da kriegen wir auch einfach mal auf alle Bilder importieren und überschreiben von Bilddateien gleichen Namens und drücken auf OK. So Leute, gut, dass wir diesen Fehler hier haben, denn den hatten letztes Jahr einige Zuschauer und die haben mich dann immer wieder gefragt, was wir da machen können. Und ich habe natürlich eine Lösung. Dieses Mal habe ich den Fehler selber. Diesmal können wir die Lösung zusammen mit durcharbeiten. Falls das bei euch nicht kommt, dann ist alles tipptopp. Falls das bei euch kommt, dann müsst ihr genau das machen. Wir gehen nämlich auf Bilder löschen dann und gehen auf Wettbewerbsembleme. Hier drücken wir einfach auf alle Bilder löschen und löschen einfach alle Bilder raus. Kein Ding. Wir haben erfolgreich gelöscht und dann klicken wir einfach wieder auf Bilder importieren und klicken wieder auf Wettbewerbsembleme, also das gleiche wie quasi gerade eben auch schon, nur dass wir jetzt eben, also wieder überschreiben von Bilddateien gleich Namens, nur ausgewählte Bilder eben importieren und jetzt wählen wir nur Bilder an, die quasi wirklich ein Wettbewerbsemblem sind. Hier kann es nämlich passieren, dass er diese ganzen hier erkennt und das sind natürlich Trikots einfach und die kann man zwar hier schon mit reinmodden, falls es funktioniert, aber wir wollen ja explizit eigentlich die Wettbewerbsembleme und wenn das dann eben den Fehler ergibt, wie gerade eben, dann könnt ihr einfach nur die Wettbewerbe auswählen und dann klickt ihr anschließend auf OK. So, dann sind wir damit fertig und gehen dann einfach wieder auf OK. Zurück und dann auf Wettbewerb importieren. Das ist das nächste, was wir machen wollen. Und dann klicken wir wieder unseren USB-Stick an und sind glücklich, wenn wir hier nicht allzu viele Mannschaften drin haben oder Wettbewerbe eben. Scroll einfach mal durch, wie ich habe jetzt hier 56. Das ist in Ordnung. Falls ihr da irgendwie Hunderte habt oder so, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann schreibt mir mal einen Kommentar. Aber ich denke, dass es alles klappen sollte. Wir klicken wieder auf alle auswählen, auf X und überschreiben von Bilddateien gleichen Namens und dann wird das auch importiert. Let's go. So, wenn wir damit fertig sind, dann kommen wir dem Ende schon langsam nahe. Wir drücken nämlich einfach einmal auf ganz zurück und drücken mal auf Speichern, denn falls wirklich was abstürzen sollte, ist das immer eine gute Variante, Schlimmeres zu vermeiden. So, wir haben währenddessen ich hier gelabert habe, schon abgespeichert und können dann mal auf Wettbewerbe gehen und sehen dann, dass hier die ganzen Wettbewerbe jetzt reingemoddet sind. Wir sehen hier die niederländische, die was weiß ich, alle möglichen Ligen und sehen hier unter PEU-Liga, jetzt bin ich nur wieder weggesprungen, wieder auch die Bundesliga, den DFB-Pokal, Supercup, bla, bli, blub. Wenn wir jetzt da drauf drücken, dann kommen wir auf diesen Bildschirm und wählen hier die Bundesliga aus, denn wir müssen hier einiges umstellen. Die Bundesliga wird nämlich als Liga komplett hinzugefügt, die anderen Ligen sind ja schon dabei, die muss man nur lizenzieren mit den Mods und hier muss man eben komplett alles verändern und da klicken wir jetzt eben auf Detaileinstellungen. So, und hier tippen wir einfach mal die erhaltenen Karten an und stellen hier auf Modell Nummer 1 von Modell 2. Berechnung der Tabellenstände wählen wir Typ Nummer 4. Dann hätten wir das schon erledigt und gehen ganz zurück aus diesem ganzen Zeugs raus und gehen auf Wettbewerbseinstellungen und dann natürlich auf Zahl der teilnehmenden Mannschaften. Bei der Bundesliga stehen hier nämlich noch 20 drin und das wollen wir natürlich nicht. Natürlich nehmen nur 18 Mannschaften teil, deswegen stellen wir hier 18 ein, gehen dann zurück, gehen auf Europa hier nach oben und suchen jetzt hier die Bundesliga. Da haben wir nämlich die Bundesliga und da haben wir die ganzen Mannschaften, die eben drin sind. Dann müssen wir noch einen einzigen Schritt machen, denn wir haben immer drei unbekannte Mannschaften hier drin, denn es gibt jedes Jahr drei Mannschaften, die echt lizenziert sind von PES zur Bundesliga und die müssen wir aus weite europäische Ligen zurück hier in die Bundesliga packen. Das ist einmal Leverkusen dieses Jahr, die hier voll lizenziert mit dabei sind, Schalke, die hier voll lizenziert mit dabei sind und natürlich der FC Bayern München, ja.
Ihr wisst es, wir waren auf dem Konami-Event, dies, das. Und ja, jetzt haben wir die Bundesliga hier vollständig. Und das war schon alles, Leute. Dann habt ihr die ganzen Sachen reingemoddet. Falls noch Fragen sind, einfach in die Kommentare. Ihr geht jetzt nur noch hin, speichert das Ganze ab und legt dann los mit eurer Karriere oder was auch immer ihr zocken wollt. Genauso wie ich das jetzt tun werde und werde die Trainerkarriere und Spielerkarriere für euch aufnehmen. Und dann würde ich sagen, könnt ihr beim Merch vorbeischauen und natürlich bei den beiden Karrieren. Denn für den Merch gibt es 10% aktuell noch und die beiden Karrieren sind extrem, extrem cool. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal eine Bewertung da lassen und ansonsten könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo hier da lassen, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.